Und unsere Zeitung nahm an der Eröffnung der Ausstellung teil und freut sich, ihre Eindrücke mit euch zu teilen. Erik Salomon und Barbara Klemm gehen in der Ausstellung Zeitsprung eine spannende Symbiose ein. Neben dem Nachrichtenwert vermitteln sie politische, soziale und psychologische Hintergründe der dargestellten Ereignisse. Сегодня мы открываем выставку, которая приурочена к 30-летию воссоединения Германии. Это выставка Института зарубежных связей ИФА Штутгарт Германия, которую проводит Гёте-институт в Казахстане. При содействии Государственного музея искусств Республики Казахстан у меня был Хана Костеева. Эта выставка представляет искусство, творчество двух фотохудожников. Die Ausstellung wurde 2007 schon erstellt vom Institut für Auslandsbeziehungen, spezifisch als Tourneeausstellung, also dass sie durch die ganze Welt reisen kann. Sie wird deshalb auch sehr oft in Kooperation mit den Goethe-Instituten gezeigt, weil wir vor Ort dann diese Ausstellungen umsetzen. Und der Anlass, den wir jetzt genutzt haben, 2020 diese Ausstellung hier in Almaty zu zeigen, ist 30 Jahre Wiedervereinigung von Deutschland. Denn die Bilder, die teils zu sehen sind, insbesondere natürlich die von Barbara Klemm, die schon aus den 70ern stammen, aber bis in die 2000er gehen und vor allen Dingen hier in dieser Ausstellung auch die Phase 1989-90 repräsentieren, die wir dann als Anlass nehmen, um 30 Jahre zurückzugucken auf die politischen Ereignisse, die zum Fall der Berliner Mauer und zur Wiedervereinigung geführt haben. Если Эрик Заломон – это 1920-30-е годы, и он работает с фотокамерой и снимает своих персонажей как бы скрытой камерой, то, например, Барбара Клемм, она работает фоторепортером и работает напрямую как бы с ситуацией, которая ей предлагается. То есть если там мы видим непринужденные позы благодаря тому, что они не знают, что их снимают, персонажи, то в ее случае она посещает какие-то массовые мероприятия и делает просто фоторепортаж. То есть это уже 80-е годы, это свободно как бы используется прессой. Beide sind Journalisten und verstehen sich auch als solche, indem sie mit dem Bild arbeiten, um Veranstaltungen, um politische Ereignisse festzuhalten und diese an eine allgemeine Öffentlichkeit zu transportieren. Also die erzählen keine Geschichten über Text, sondern über Fotos, über Bilder. Beide arbeiten nur in Schwarz-Weiß und ohne Blitz. Das heißt, die Aufnahmen, die sie machen und die Technik, die sie nutzen, ist flexibel und wird direkt vor Ort eingesetzt. Die Fotos, die man sieht, sind nicht inszeniert, sondern die kommen aus dem Prozess, aus den Veranstaltungen, aus den Demonstrationen heraus, aus den Treffen, den Meetings, die man auf diesen Fotos sehen kann. Крайне редко тебе удается посмотреть документальные фото, которые помогают тебе погрузиться в эпоху, да, увидеть время, увидеть костюмы, интерьеры, увидеть типажи этих людей, которые жили в определенное время. Ведь для нас с вами, в общем-то, 70-е, 80-е годы – это уже история. В этой выставке больше всего понравилось то, что благодаря этим репортерам, фотографам, у нас остались реальные факты того времени, которые сейчас как бы почти что недоступны. Портреты, например, вот Симона де Бувар или режиссера Фассбендера, это вообще, можно сказать, великие портреты уже для нас. И самое интересное, наверное, тот факт, что эти фотографы и репортеры делали свои фотографии очень профессионально. Первыми были в своей сфере. Буквально вчера читал, что Соломона нарекают как первого папарацци. На самом деле слово папарацци появилось после него, через где-то 25 лет. Die Ausstellung ist noch im Umlauf sozusagen, das heißt, sie kann und soll auch weiterhin gezeigt werden, denn die Bilder sind zeitlos. Das ist das Interessante. Es gibt natürlich da Bilder aus den 20er, 1920er Jahren, 1930er Jahren und aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90er Jahren, sodass man sagen könnte, das ist veraltet. Man sieht aber natürlich sofort an den Fotos, dass es zeitlose Aufnahmen sind, dass es eine universelle oder universale Darstellung von wichtigen Momenten in der Zeit sind, aus der Sicht von zwei Journalisten, die auch als Künstler betrachtet werden. Das heißt, die Fotos haben eine eigene Ästhetik,
die im künstlerischen Kontext genauso wirken und gewertet werden wie als Zeitdokument, also wie als Narrativ oder Bild von einer bestimmten Szene. Wir können tatsächlich nicht sagen, was als nächstes für die Ausstellung kommt. Da das IFA seinen Sitz in Deutschland hat, ist natürlich immer möglich, dass wir die Ausstellung, die Kisten mit den Fotografien, zurück nach Deutschland schicken werden, dass sie dort gelagert werden, bis es eine weitere Ausstellungsmöglichkeit gibt. Insofern ist diese Gelegenheit für 2020 einzigartig, dass es in Kasachstan im Moment möglich ist, in diesem Setting natürlich mit Corona-Maßnahmen, das heißt wenige Leute, nach entsprechendem Einlass diese Ausstellung zu zeigen, aber immerhin können wir sie zeigen. Wir können also eine Ausstellungseröffnung machen und diese Art von Feier für 30 Jahre Wiedervereinigung dann auch hier in Kasachstan vornehmen. In der Ausstellung Zeitsprung sind die Bilder von Erich Salomon und Barbara Klimm herausragende Beispiele der deutschen Pressfotografie. Die Ausstellung läuft bis 25. Dezember. Machen Sie sich mit den Arbeiten der großen deutschen Fotojournalisten vertraut.